Heute ist für mich als neuer Bundestagsabgeordneter ein ganz besonderer Tag. Denn heute haben die Ampelparteien, die SPD, die Grünen und wir von der FDP unseren Koalitionsvertrag vorgestellt. Er steht unter dem Motto: Wir wollen mehr Fortschritt wagen. Unser Land braucht Fortschritt und in diesem Titel steckt auch drin: Ja, Fortschritt ist auch ein Wagnis. Wir müssen Risiken eingehen und wir haben die Aufgabe, wenn wir uns auf den Weg hin zu Fortschritt machen, diese Risiken so gut wie möglich zu managen. Und das wollen wir auch leisten. In dem Vertrag steht ganz viel drin. Zwei Aspekte, die mir als Ökonom besonders wichtig sind, ist erstens, dass wir uns daran machen, die Mittel, die dieser Staat hat, effizienter einzusetzen, zielgerichteter einzusetzen, ohne ständig nur mehr Steuern zu erheben. Und zweitens, dass wir uns zu einem regelbasierten Freihandel mit vielen Partnern in der Welt bekennen. Ist es heute ein Abend, an dem ich wegen des Koalitionsvertrages die Sektkorken knallen lasse? Nein, ehrlich gesagt nicht. Dazu ist unser Land in einer zu schweren Krise. Und dazu möchte ich noch eine persönliche Anmerkung machen. Wir wären in einer anderen Lage, wenn mehr Menschen bei uns geimpft wären. Jetzt werden Stimmen laut, die eine allgemeine Impfpflicht fordern. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, weil eine solche Impfpflicht unsere Gesellschaft weiter spalten kann. Es gibt Länder in Europa, in denen sind mehr Menschen geimpft, ohne dass sie eine solche Impfpflicht eingeführt haben. Von diesen Ländern können wir eine Menge lernen. Einer einrichtungsspezifischen Impfpflicht, beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen, bin ich persönlich offen gegenüber. Wir müssen schauen, was die Beratungen da bringen und wir sollten die auch schnell zu einem Ergebnis führen. Ich habe auch ein Problem mit Leuten, die sich der Impfung ganz strikt verweigern. Aber es gibt unter Ihnen vielleicht auch einige, die unsicher sind, die skeptisch sind und die wir aber mit einem Gespräch erreichen können. Und jetzt frage ich Sie, diese Menschen, erreichen wir die besser mit einer Impfpflicht? Erreichen wir die, indem wir auf sie eindreschen und ständig nur unseren Unmut darüber äußern, dass sie sich noch nicht haben impfen lassen? In meinem privaten Umfeld habe ich von ein, zwei Freunden anrührende Beispiele gehört, dass solche Menschen, die unsicher sind, auf sie zugekommen sind und das Gespräch gesucht haben. Dieses Gespräch war möglich, es kam zustande und es hat sogar dazu geführt, dass die sich haben impfen lassen. Das sind keine einfachen Gespräche, aber sie sind der Mühe wert. Und wenn Sie auch zu den Unsicheren und Skeptischen gehören, dann suchen Sie sich jemanden in Ihrem Umfeld, wo Sie den Eindruck haben, ja, da kann ich mal fragen, ohne dass ich gleich ausgeschimpft werde. Des Weiteren gilt zurzeit auch, selbstverständlich, lassen Sie uns alle Kontakte vermeiden, bei denen das Infektionsrisiko zu hoch ist, oder lassen Sie uns Kontakte so gestalten, dass das Infektionsrisiko dabei möglichst gering ist. Ja, das erfordert von uns Verhaltensweisen, die uns allmählich auf die Nerven gehen, aber es ist wichtig, dass wir das jetzt durchziehen. Jeder kleine Beitrag von Ihnen in diese Richtung zählt. Nichts, was Sie in diese Richtung tun, ist vergeblich. Machen Sie bitte mit. Ich danke Ihnen dafür.